herzlich willkommen zum Quellwerk. Heute heißt der Titel Hungersnot kommt und du bist vorbereitet. Wow! Ich empfinde, dass über unser Land so eine geistliche Dürre gekommen ist. Die Botschaft Gottes wird zunehmend verwässert, der Einfluss der Christen schwindet, die Kirchen werden leerer und leerer. Und in meinem Herzen habe ich so ein Wort empfangen, das heißt, fürchtet euch nicht, ich schütte meine Josef-Salbung auf euch aus, die für mein Volk vorbereitet ist. Ich werde in der Zeit der Dürre Wunder der Versorgung bewirken. Und es hat mich getroffen, weil wahrscheinlich geht es dir wie mir. Das Unbekannte löst in uns am Anfang Ängste aus. Aber was ich merke ist, wir dürfen der Angst nicht erlauben, uns zu beherrschen. Furcht ist ein böser Geist, dem wir widerstehen müssen. Von Gott kommt der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder wörtlich Disziplin zur Selbstkontrolle. Das bedeutet, du hast die Kraft, jede Lügenattacke des Teufels unter den Gehorsam Christi zu bringen, wirklich zu disziplinieren, wie mit einem ungehorsamen Hund ihn zu dressieren, zu sagen, nein, du machst, was ich dir sage und nicht, was du willst. In 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5, heißt es folgendermaßen, denn obwohl wir in unserem Menschsein leben, kämpfen wir nicht nach dem Menschlichen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, irdisch, sondern mächtig zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir die Gedankengebäude und jede Vernünftelei, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wow, wir haben göttliche Waffen. Und damit sollen wir die Gedanken und Lügen und Festungen und Vernünfteleien des Teufels packen und sagen, hey, wenn ihr nicht der Erkenntnis Christi entspricht, wenn ihr nicht den guten Gedanken unseres Retters entspricht, wenn ihr nicht dem Sieg der Auferstehung Jesu entspricht, raus mit euch. Wir haben Autorität. Und wir werden jeden Tag mit allen möglichen Lügen bombardiert. Propaganda läuft jeden Tag und will uns klein machen und uns ängstlich machen. Aber ich glaube, dass Gott uns wie Josef trainieren möchte. Josef, der durch wirklich üble Täler ging, zermürbende Umstände, sogar im Gefängnis war. Aber er kommt raus, er wird vorbereitet in diesen dunklen Zeiten und genau zur Zeit der Hungersnot am richtigen Ort zu sein. Ah, ich glaube, dass Gott uns mit dieser Josef-Salbung befähigt, indem er uns gelehrt hat, durch gute oder schlechte Gegebenheiten einfach an Gott und seinem Willen dran zu bleiben, wie Josef das auch machte. Und dann gibt Gott wirklich prophetische Anweisungen, wie bei Josef. Und er wusste, was zu tun ist. Und er kann diesem Pharao sagen, hey, das ist der Weg, wie du durch diese Hungersnot und diese Katastrophe durchkommst. Und tatsächlich, durch diesen Mann mit seiner göttlichen prophetischen Salbung wurde Freiraum nicht nur für Israel und die Versorgung des Volkes Gottes gesorgt, sondern für die ganze Welt. Und ich glaube, hey, Gott hat uns gesetzt, dass wir den Unterschied setzen. Mir gefällt das im Alten Testament. Dieses Volk Gottes, Jakob und seine Leute, bekommen das Land Gosen, einen Teil von Ägypten. Und während überall Katastrophe durchbricht und die Plagen sich durchsetzen und Gericht Gottes kommt und Mangel sichtbar wird, im Land Gosen nicht. Gott hat einen Unterschied, den er macht mit denen, die ihm lieben und die ihm dienen. Ihr könnt das mal sehen, als die Hungersnot durchbricht im Land Israel zur Zeit von König Ahab, weil er so mega gottlos war und die Baal-Priester im ganzen Land zuließ und Götzendienst ganz normal wurde.
Da steht Elia auf, ein Prophet Gottes, und Gott mitten in der Hungersnot versorgt ihn am Bach Krit. Die Raben kommen und bringen das Essen. Später geht er zu einer Witwe, die nichts hat, und Gott vermehrt jeden Tag das Essen, sodass es überhaupt keinen Mangel gibt. Wir denken an das Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste, und Gott sorgt jeden Tag dafür, dass Tausende von Tonnen Nahrungsmitteln für dieses Volk bereitgestellt werden. Gott hat keine Mühe. Ihr lieben Freunde, wir sind in einem geistlichen Krieg, aber wir müssen lernen, hey, Gott hat Versorgung für uns. Gott hat einen Geist auf uns gelegt, dass wir weise sind, dass wir die Dinge des Himmels auf die Erde ziehen können, dass wir wissen, was zu tun ist. Gott wird mitten in den Umständen, so beraubend sie sein können, für dich einen Weg und eine Lösung haben. Deshalb Hebräer 10, Vers 23, lass uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist der, der uns die Verheißung gegeben hat. Und der Herr wird dich mit Weisheit ausrüsten. Und egal wie beraubend die Phase ist, er wird dich durchbringen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.